willkommen beim neuen Unboxing von der Juggernaut Edition von Black Ops 3. Heute am 9. November. Kam leider ein bisschen mit Verzögerung das Ganze. Habe ich auch von Amazon 15 Euro Gutschein bekommen, aber trotzdem natürlich bitter. Und was mich verwundert hier, do not sell before November 6. Nicht vorher verkaufen. Okay, ich habe hier schon mal das gute Stück hier oben aufgemacht. Uns blitzt gleich an. Lieber Kunde, bitte beachten Sie, dass dieses Paket aus zwei Teilen besteht. Erstens, Call of Duty Black Ops 3 Juggernaut Edition enthält kein Spiel und im separaten Umschlag das Spiel. Das wird der sein hier. Schicker Call of Duty Activision Umschlag. Gucken wir gleich mal rein. Ein Zettel. Und da ist der Kühlschrank. Hier holen wir raus, mal sehen, ob das hier so klappt. Ansonsten muss ich mal kurz. Oh, ich stelle jetzt mal hier einen Moment. Ah, da ist das Teil. Black Ops 3 in der Juggernaut Edition. Hier mal von hinten. Hier die Pippo Edition wegstellen. Da, mit Giant Zombies. Season Pass Inhalt. Zombie Bonus Map. Offizieller digitaler Soundtrack, oh, das wusste ich gar nicht. Cyborg-Waffe, hier Personalisierungspaket. Dann auch irgendwie solche Bierdeckel. Limitierte Spezialkarten. Und natürlich der Kühlschrank. So, und wir machen das jetzt mal auf. Ah, okay, ich glaube, hier oben muss ich einmal kurz die Seiten mit der Schere bearbeiten. Bin gleich wieder da. Und das passiert, wenn man die Hülle, die hier, abzieht. Dann erscheint das. Ein ziemlich geiles Artwork mit Zombies. Richtig nice. Gucken wir nochmal von allen Seiten hier. Sieht schon ziemlich gruselig aus. Ziemlich spooky. Und jetzt öffnen wir das Schmuckstück. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Okay, was haben wir hier? Gehen wir erstmal hier eins nach den anderen durch. Hier ein nettes Döschen. Ein Black Ops 3 Gewand. Moment. Ich bin noch da, keine Panik. Einmal aufmachen. So. Und da haben wir drin. Ah, nice. So ist Gummi. Speed Cola Soda. Ja, wer den Zombie-Modus kennt, kennt auch diese Dinger. Juggernaut Soda. Relief Soda. Nice. Und, ah, schöne Untersetzer. Double Tap Root Beer. In einer richtig schönen Schale, die man für alle möglichen Zwecke benutzen kann. Macht sich ja ganz gut. Schick aus. So. Und jetzt mal. Ach, hier. Ja. Ich dachte, das Spiel ist extra. Das ist hier nur das Steelbook. Gleich sehen, ob der Code drin ist oder irgendwas. Ne, hier haben wir nur das Steelbook. So sieht es von innen aus. Und so. Oh, nice. Guck mal hier. Das ist schick. Die Seite. Und so. Packen wir mal da rein. Ups. Weiter geht's. Was haben wir hier noch? Das werden diese Karten sein. Moment. Ah, mit einer Hand alles hier nicht so leicht. Ja, das sind die Spezialistenkarten. Zwölf Stück oder so. Wollen wir die jetzt alle reinziehen? Hinten steht ja noch drauf, was der Typ kann. So, was haben wir hier? Die Frau. Ich kenne die ganzen Klassen noch nicht aus dem Kopf, aus der Beta. Da konnte man ja ein paar spielen. Aber auf jeden Fall nice to have. So. Haben wir die auch mal durch. Und jetzt kommen wir aber mal hier
langsam zu unserem Hauptact. Machen wir das mal raus. Aha. Und da haben wir schon hier die Anleitung. Installationsmanual für dieses Teil. Oh, den kriege ich vielleicht sogar so raus hier. Jawohl. Opa. Uiuiui, der wiegt. Der wiegt. Geile Scheiße. So Leute, zieht euch das Teil rein. Ist das geil? Ist das geil? So, wo ist hier die Öffnung? Hier braucht man ein Teil. Mal reingucken. Okay, ey, nice. Das ist ein richtiger Kühlschrank, verdammte Scheiße. Ist hier unten noch am Start? Okay, das Teil kommt noch oben raus hier. So. Dann wollen wir auch noch Sounds machen und all den Spaß. Ach, cool. Und von hinten nochmal, von der Seite, ice cold. Ziemlich geil. Der dicken Ventilator. Schön. So, okay. Das war der Kühlschrank. Jetzt öffnen wir hier nochmal vorsichtig hier so einen Umschlag. Schlachtfeld und im Zombie-Modus. Geht wohin ist draußen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis denn. Ciao.